Es geht um Residenzpflicht. Was ist Residenzpflicht? Residenzpflicht ist eine Beschränkung, räumliche Beschränkung für Flüchtlinge. Das heißt, Flüchtlinge dürfen nicht ihren Ort verlassen ohne eine Genehmigung. Wenn man ohne Genehmigung verreist, das heißt erstmal ein Verstoß und dann das kommt Unwürdigkeit erstmal. Mehrmals verreisen ohne Erlaubnis, das heißt Straftat. Das Gesetz ist gemacht, um Flüchtlinge zu kriminalisieren. Das Gesetz ist eine Kontinuität von Ausbeutung. Warum? Die Leute sind hier. Die Leute sind hier, weil sie haben unsere Länder zerstört. Deshalb sind wir hier. Wenn ihr aufhören, Panzer zu verkaufen, dann werden wir nicht hier kommen. Ihr müsst aufhören, Waffen zu verkaufen, unsere Länder zu zerstören. Dieses Beispiel ist da. Panzer zu verkaufen, das ist aktuell in Deutschland. Warum macht ihr das? Residenzpflicht abschaffen ist unser Ziel. 10 Euro Gebühr abschaffen ist unser Ziel. Rassismus in ganz Deutschland abzuschaffen ist auch unser Ziel. Behörden Rassismus abschaffen ist auch unser Ziel. Migranten oder Flüchtlinge zu kriminalisieren, abzuschaffen ist auch unser Ziel. Für uns, unsere Forderung ist, Residenzpflicht in der BRD abschaffen. Das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit muss Praxis werden. Die Praxis der kapitalistischen Ausbeutung von Geflüchteten in deren Herkunftsländer und in Deutschland muss ein Ende haben. Ein Ende der 10 Euro Gebühr. Ein Ende der gezielten Polizeikontrolle im Sinne der racialen Profiling. 2011 neues Gesetz von, also noch durchgeboxt durch den alten Innenminister, aber wer auch immer, ist ja egal. Dass sozusagen Asylsuchende in ganz Sachsen-Anhalt sich bewegen können und die Residenz sich quasi nicht mehr auf die einzelnen Landkreise oder Bezirke beschränkt ist. Natürlich in andere Bundesländer, für andere Bundesländer, also wenn man jetzt in ein anderes Bundesland fahren möchte, gilt die Residenzpflicht trotzdem noch. Praktisch muss man aber auch sagen, dass es noch nicht angekommen ist, zum Beispiel bei der Polizei, dass trotzdem noch Leute kontrolliert werden, nach Verlassenserlaubnissen gefragt werden, obwohl sie im Bundesland in Sachsen-Anhalt ja eigentlich gar nicht mehr benötigt, diese Verlassenserlaubnisse. Und wir haben daraufhin eine Faxkampagne gestartet von der Initiative Togo Aktion Plus. Wir sind quasi die Veranstalter heute aus Berlin und sind hauptsächlich in Sachsen-Anhalt tätig. Und wir haben eine Faxkampagne geschrieben an den neuen Innenminister Steidnecht, Volker Steidnecht von der CDU, der seit April quasi diesen Jahres Innenminister ist. Und er hat ganz klar sich gegen die Residenzpflicht ausgesprochen. Also über 50% der Asylanträge dauern über 6 Jahre. So muss man auch mal sehen, manche bis zu 10 Jahre. Geduldete Menschen leben 15 Jahre, 20 Jahre in Lagern ohne Bewegungsfreiheit. Damit ist dieses Argument von wegen Asylanträge zu verschnellern schon mal hirnsinnig. Und die Motivation, Asylanträge, sage ich mal, zu beschleunigen, ist ganz klar natürlich auch, da sollen Leute abgeschoben werden. Schon allein deswegen gilt es, die Residenzpflicht abzuschaffen, damit sich Leute frei bewegen können, im Notfall auch ja, untertauchen können, das machen wir dann so oder so, aber wie auch immer, Steidnecht hat das geantwortet und jetzt deswegen sind wir hier. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hat jetzt erst im Juli eine Statistik rausgegeben für 2010. Da gab es insgesamt 45.400 Asylanträge, die über die entschieden wurde. Also nicht 45.000, die neu waren, sondern über die, die abgeschlossen wurden in dem Jahr. Genfer Flüchtlingskonvention oder nach subsidiärem Schutz und humanitärem Schutz. Das sind umgerechnet 10.443 Menschen. Über die restlichen 47% steht da nichts drin. Das sind 35.000 Menschen, ja. Da steht nichts drin. Besonders gesagt, auch in BAMF und
über eben die Asylanträge, die 2010 letztes Jahr entschieden wurden. Und da stellt sich eben ganz klar raus, so die meisten werden in den ersten 6 Monaten, nach den ersten 6 Monaten abgeschoben.